Wo ist denn Karlsberg hin? Da hinten. Ich dachte schon, Igor hat das schon ja. Jo, Alter. Also heute, das feinste Karlsberg. Lass mich trinken. Karlsberg ist ein international Premium-Lager nach Pilsener Brauart. Hat 5 Volt. Kommt aus Kopenhagen, Dänemark. Das ist Enrico schon wieder zu viel Geschichte hier. Mhm. Auf der Internetseite steht probably the best beer in the world. Das können wir natürlich nicht so stehen lassen und testen das natürlich erstmal. Im Slogan von Karlsberg manifestiert sich das unermüdliche Bestreben, das beste Bier der Welt zu brauen, permanent den Status quo zu hinterfragen, so wie wir machen das ja auch. Und die Kunst des Bierbrauens immer weiter zu verfeinern. Denn dieses Bier steht für Herkunft, Qualität sowie einen hervorragenden Geschmack. Karlsberg wird in über 140 Ländern als internationales Premiumlager geschätzt und ist damit das Flaggschiff im Bierportfolio der Karlsberg-Gruppe. Sehr schön. Bevor wir anfangen, ich brauche ja mal ein Glas. Genau, und damit ich nicht neidisch bin, krieg auch gleich eins. Genau. Enrico, Jens, vielen lieben Dank. Was denn? Ich hab mir muss gerade nochmal zum Bull angekickt. Ja, ich find's cool. Ja, du bist ja ohne der Fisch. Ich bin der White Wikinger. Ja, vielen Dank. Du weißt ohne Ahnung, wer das ist eigentlich, wa? Hast du mir gesagt? Janik, ja, aber du weißt ja trotzdem nicht, wer das ist. Das ist richtig. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Janik ein Newter ist. Ja, ganz offensichtlich ist das ein Newter. So, ja, nochmal vielen Dank, schöne Grüße und alles. Ich weiß ja nicht, wie wir das wieder gut machen können. Was steht denn bei dir für eine Zahl? Na, 1985. Alter, bist du ein alter Sack. Wie bitte? Gut. Bester Jahrgang. Ja, ja. Auspacken oder wegpacken? Na, auspacken. Also, ich finde es schon ansprechend. Design ist recht schlicht, also wirklich sehr schlicht. Ja, das sieht modern aus, aber schlicht. Ich würde es maximal 2 Punkte geben von 4. Ja, also für mich kriegt das auf jeden Fall einen Punkt wegen... Na, du bist schon. Genau. Gieß mal ein. In die neuen Gläser, ey. Nee, ist gut so. Also sehr Kohlensäure lastig. Ja, es riecht halt los im Glas, ist doch gut. Die Farbe gefällt mir, sieht gut aus. Der Schaum sieht auch gut aus, geht aber schnell weg. Das der hält sich ganz gut. Mhm. Also wenigstens 3 Punkte. Prost! Nein. Prost. Prost, Janik. Prost, zum Wohl. Was ist denn das? Das ist Karlsberg. Finde ich ziemlich lasch. Ja, ja. Ist halt für die breite Masse gebraut. Hm. Hat einen komischen Nachgeschmack. Ich glaube, irgendwie kommt der Hopfen da komisch rum. Also, traut mich jetzt nicht vom Hocker. Ist jetzt irgendwie so. Mir fehlt da so ein bisschen die Seele. Das, weißt du, das. Naja, das ist nicht. Ist halt für die breite Masse gemacht. 19 von 30 Punkte. Und damit Silber. Genau. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Herzlichen Glückwunsch, Silber. Yes! Irgendwie passt das mit meiner Motorik heute nicht so richtig. Mit meinem Sprache. Hat noch nie gepasst. Na. War schon mal besser. Karlsberg, herzlichen Glückwunsch. Warte. Chili-Bier. Ach, das Chill-Bier meinst du?
Das Chillbier, genau. Das chillige Chili-Bier. Das mit der grünen Chili. Verstehe ich gar nicht. Grüne Chili ist doch schlimmer wie die rote, oder? Ach, hör auf. Achso, Eper. Warum nehme ich dir das eigentlich? Hier, das gibt es als nächstes. Feinstes Chili-Bier. Rico hat sie informiert und alles. Kann nur gut sein. Kann nur gut sein, wenn Rico das holt. Also, wir werden sehen.